Hey, meine Lieben, herzlich willkommen hier bei mir bei YouTube. Ich freue mich, ihr Herzensmäuse, dass ihr dabei seid und freue mich natürlich über Like, Kommentar und Abo hier auf meinem Kanal. Und wir schauen heute Eating with My Ex mit André Mangold an. Und ja, ich bin noch ein bisschen zerknautscht, es ist Sonntag früh und habe auch noch einen Kaffee hier. Und gestern habe ich Flohmarkt gemacht. Oh, das war schon ziemlich anstrengend. 6 Uhr morgens dahin. Und dann kam ein Regenguss, na, jagte den nächsten. Oh, es war echt anstrengend, Leute. Aber mit dem Umzug, ich hoffe, dass ich alles immer noch timegenau für euch servieren kann hier. Aber dann ab Anfang Oktober ist hoffentlich alles gut. Drückt mir mal die Daumen. So, mit André Mangold. Da bin ich ja immer sehr zwiegespalten, was ihn betrifft, ja. Vor allen Dingen, weil ich ja auch so die ein oder andere Backup-Info habe zu Kampf der Reality Stars. Bei der Staffel 2 war er, glaube ich, dabei. Da hat er sich ja sehr zusammengerissen, um sein Image wieder aufzupolieren. Ist aber immer wieder, da war die Sala noch woanders, da gab es noch tote Winkel. Die gab es jetzt, als ich in der Staffel war, nicht mehr. Und es wurde da immer entweder hinter die Sala oder in einen toten Winkel gegangen, um sich hier irgendwie einzumitten und ja, ein bisschen Aggressionen loszulassen, um dann wieder der Strahlemann vor der Kamera zu sein. Es gibt auch hier so ein, zwei Szenen, die ich ein bisschen, naja, ihr werdet sehen bei den Kommentierungen, die ich so ein bisschen kritisch finde. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es ja gerade diese Skandalreportage auf RTL Plus gibt. Die könnt ihr euch angucken, wenn ihr ein RTL Plus-Abo habt, über Mallorca und natürlich über seinen Club, den er da hatte, mit dieser Rockergang zusammen. Und da kann er mir halt auch nicht erzählen, dass er der kluge Geschäftsmann ist und letzten Endes keinen Durchblick hatte. Also er hat ja auch bis zum Schluss versucht, diese Reportage zu verhindern. Und deshalb werfen wir ein bisschen einen kritischen Blick da drauf. Ich weiß, er hat auch natürlich viele Fans und er trifft sich hier bei Eating with My Ex mit seiner Ex-Freundin, mit der er zusammen war, bevor er Bachelor wurde. Und die ganze Folge Eating with My Ex könnt ihr bei Discovery Plus natürlich nachschauen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal ganz unverblümt hier rein in die Folge. Ich gehe da noch was klären. Hast du was zu klären? Ja, also ich hätte schon ganz gerne noch mal irgendwie. Nein, warum habe ich diese Frage gestellt? Kann ich gehen? Rechnung bitte. Ich bin André Mangold, ich bin 35 Jahre alt und ihr kennt mich wahrscheinlich vom Bachelor. Und heute treffe ich auf meine Ex-Freundin Pauline, die ich seit über 5 Jahren nicht gesehen habe. Ich bin Pauline, bin 34 Jahre alt, lebe in Düsseldorf. Pauline ist meine vorletzte Beziehung gewesen. Ich war mit ihr über 4 Jahre zusammen. Wir haben auch zusammen gelebt. André war anfangs schon mein Partner fürs Leben. Also ich habe gedacht, ich habe ihn jetzt gefunden. Wir waren super glücklich zusammen und es hat alles gepasst. Und ich konnte mir damals auch vorstellen, diese Frau zu heiraten. Aber. Aber da kam das große Aber, nämlich von ihrer Seite, ja. So mit der Zeit hat es mir schon an Substanz und Tiefe gefehlt. Und. Das finde ich interessant, dass sie das sagt, ja. Dass es ihr an Substanz und Tiefe gefehlt hat, ja. Weil er verkauft sich ja schon immer so als derjenige, der einen guten Deep Talk machen kann, der sehr empathisch ist, ja, der intelligente Gespräche sucht, also die er durchaus macht. Aber interessant fand ich jetzt einfach diesen Satz, weil das ist ja im Grunde so ein bisschen sein Markenzeichen, dass er genau das eigentlich auch macht, ja. Deshalb verstehe ich es nicht Zur ganz. Trennung kam es, indem wir ein Gespräch hatten über Heirat, Kinder, Zukunftsansichten und ich dann zu ihm meinte, dass ich mir das so nicht vorstellen kann. Und daraufhin sagte er, warum wir das dann überhaupt noch weitermachen würden. Ja. Okay. Auch krass, ja, muss ich sagen. Weil, wenn ich mich so richtig an diese Bachelor-Staffel noch erinnern kann, ist ja jetzt auch ein bisschen her, hat er natürlich schon immer sehr viel auch über Familienplanung und ähnliches gesprochen. Und ja, finde ich also spannend, dass das der Knackpunkt war bei denen. Kontakt hatten wir wirklich das letzte Mal, glaube ich, als die Medien verkündet haben, dass ich der neue Bachelor bin. Ich wurde nie gefragt, ob mein Name erwähnt werden soll, ob das in Ordnung ist. Und darüber war ich sauer, weil ich eigentlich mit der ganzen Sache nichts zu tun haben wollte. Das kann ich also sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, ja.
Denn ich wollte jetzt auch nicht, dass mein, wenn jetzt so ein Ex von mir Prinz Charming werden würde, dass ich da irgendwie ins Kreuzfeuer gerate, wo ich mit der Sendung gar nichts zu tun habe. Und sie ist ja jetzt noch nicht mal eine Person gewesen, die in der Öffentlichkeit steht oder stand. Also kann man gut nachvollziehen, dass man da ein bisschen käsig ist, ja? Okay, diese Frage kommt auch ganz oft bei Eating with My Ex. Warst du glücklich mit mir? Warst du glücklich mit mir? Ja, ich war die meiste Zeit natürlich glücklich. Wäre es dauerhaft gewesen, dann wären wir wahrscheinlich heute noch zusammen. Das ist aber auch jetzt... Wäre es dauerhaft gewesen, dann wären wir ja heute noch zusammen. Dann wäre ich auch gar nie Bachelor geworden. Aber wenn ich es mir so richtig überlege... Naja, Bachelor war ich schon ganz gern, ja. Also, das Angebot war im Grunde auch schon da, als wir uns getrennt haben. So, vielleicht. Mach's nicht so spannend. Ja, natürlich. Warum haben wir uns eigentlich getrennt? Naja, weil wir nicht mehr auf einer Wellenlänge waren. Und weil ich dir nicht hinterherfahren konnte in jede Stadt mit deinem Basketball. Wie so eine so. Hey. Da flüchtet er sich jetzt aber auch raus. Unsere Fernbeziehung damals kam es, weil er den Verein wechseln musste. Dementsprechend muss ich dann meinen Wohnort wechseln, bin dann nach Göttingen gezogen. Ich bin dann mitgezogen, aber ich hatte ja noch 3 Stunden entfernt eine Firma und ein Büro, in das ich musste. War ja nur eine Stadt. Naja, es waren 3 Städte. Auch interessant, weil ich finde schon, dass man das irgendwie auch vielleicht ja wissen könnte, ja, dass das doch mehrere Städte waren, ja, und nicht nur eine, aber na gut, ist sein Erinnerungsvermögen. Ja, es war Bonn, es war Göttingen, es war Würzburg. Das war ja damals schon getrennt. Nee. Wie nee? Nee. Wie nee? Also er weiß jetzt noch nicht mal, in welcher Stadt und zu welchem Zeitpunkt sie sich getrennt haben. Das lässt ja auch im Grunde sehr, sehr tief blicken. Irgendwann ist bei mir auch eine Trotzreaktion gekommen, dass ich dann gesagt habe, so nee, ich investiere jetzt gar nichts mehr da rein, weil auch einfach nicht das zurückkommt, was ich mir wünsche. Also das hat mich schon zum Nachdenken gebracht, weil das ja damals auch die Frau war, mit der ich mir das gewünscht hätte. Ich glaube, am Ende waren einfach meine Gefühle nicht so stark, dass ich die Zukunftspläne mit ihr hätte verwirklichen können. Da hat er jetzt aber auch mal so ein bisschen kritisch geguckt, ja, als sie eben sagt hier, ich hätte mir das jetzt nicht so vorstellen können mit dir, meine Gefühle waren vielleicht auch nicht so ausreichend für dich. Das ist natürlich etwas, das kratzt bestimmt an seinem Ego. Das hört er also nicht sehr gerne. Ganz gerne noch irgendwie so ein bisschen geklärt, wie das damals mit meinem Namen so abgelaufen ist. Was haben wir wieder gelernt? Das Gedächtnis einer Frau ist wie vom Elefanten. Wir vergessen nichts. Ja, und man kann auch nicht einfach immer alles weglächeln, lieber André. Ne? Meiner Freundin erfahren, dass es gerade überall in der Presse ist, dass André Bachelor wird. Gleichzeitig, dass aber auch mein Name direkt in der Presse war. Ich habe deinen Namen nicht genannt. Wofür? Wofür? Also, und wer hat den dann recherchiert, ja, den Namen? Das ist jetzt einmal das andere. Und warum sollten sie den Namen recherchieren, wenn du Bachelor bist und eine Frau suchst? Warum sollten sie jetzt die Ex da ins Spiel bringen? Da hast du bestimmt gesagt, das und das war meine Ex und das war meine längste Beziehung oder die letzte Beziehung, wie auch immer. Also, wir gehen jetzt mal schon mal ganz stark davon aus, dass er den Namen getroffen Wofür? Hat. Wofür? Keine Ahnung. Glaubst du nicht, ne? Nee. Na, dann sag mir mal einen Grund, warum ich das hätte machen sollen. Naja. Auch hier Abwehrhaltung gleich wieder. Ich habe das nicht gemacht. Der arme André, der von seiner Ex-Freundin betrogen wurde und dann bla bla bla, weißt du, all der ganze Scheiß, der überhaupt nicht gestimmt hat. Ich möchte nicht als Betrügerin irgendwo im Internet dastehen, obwohl ich überhaupt nichts mit dem ganzen Bums zu tun habe, ganz einfach. Verständlich, nur trotzdem hätte ich in der Situation nicht aktiv eingreifen können. Also er hätte schon aktiv eingreifen können und jetzt habe ich ja was gemacht. Also, ich habe 3 ehemalige Bachelor gesprochen, die mir das alles nicht bestätigt haben, was André jetzt sagt. Das ist also ganz, ganz, ganz interessant. Und ich gehe gleich nochmal näher drauf ein. Du konntest keinen Instagram-Post machen Nein. und sagen, ey Leute, tut mir total leid, wurde Nein. alles falsch dargestellt. Es ist, Konnte ich nicht. Ach so, warum? Weil das Projekt war zu Ende gedreht und dann habe ich eine Sperrfrist gehabt. Ich durfte... Die ganzen 3, 3,5 Monate, wo alle Presseorgane da waren, ich durfte auf Social Media, ich durfte keine Interviews geben und ich durfte keine Social Media machen. Ja, und auch danach. So,
Und das stimmt eben überhaupt nicht. Also er hat sehr wohl in der Zeit, konnten als zumindest alle anderen Bachelor, drei, die ich gesprochen habe, Interviews geben. Immer natürlich mit Rücksprache des Senders. Und er war frei, in seinem Instagram auch ein Dementi zu machen für diese Geschichte mit ihr, denn es war vor der Sendung. Er durfte nichts zum Verlauf der Sendung posten, so haben es mir die anderen gesagt, ja. Und natürlich inhaltlich durfte er nichts droppen aus der Staffel. Aber da hätte er schon ein Dementi machen können. Also das haben mir also, wie gesagt, drei ehemalige Bachelor bestätigt, dass das möglich gewesen wäre. Und so sind auch im Grunde die Verträge. Hättest du gar nichts machen können. Es tut mir leid, dass du da in irgendeiner Weise negativ was abbekommen hast, aber es ist nicht für mich beeinflussbar. Es ist nicht für mich beeinflussbar. Es wäre beeinflussbar gewesen. Also da wollen wir jetzt auch mal ganz korrekt sein. Vermisst du mich? Da will er jetzt natürlich hören, klar, guckt euch das an, da will er natürlich hören, oh, logisch vermisse ich dich. Jetzt so aktuell, nö. Ich liebe sie. Also ich war schon traurig 2-3 Tage, aber mir ging es... Ich war 2-3 Tage traurig. Also 2-3 Tage war ich schon traurig, André, aber dann, ja, so... Warum sollte ich denn da mehr traurig sein? Schnell wieder gut. 2-3 Tage? Sorry. Tatsächlich. Ja, das kann er jetzt selber nicht glauben. Ging es mir sehr schnell sehr gut. Und das hat das ist auch schön zu hören. Mir gezeigt, dass das die richtige Entscheidung war. Das ist schön zu hören. Ich glaube, das hat er gar nicht gern gehört. Wie geht es jetzt mit uns weiter? Am Ende des Tages bin ich Single, ich will mich verlieben, ich habe einen Familienwunsch. Und ob das jetzt mit einer neuen Frau ist oder vielleicht mit einer Frau, mit der ich mal zusammen war, wo uns ja schon offensichtlich Punkte verbunden haben. Deswegen sage ich niemals nie. Du hast eine sehr, sehr große Rolle gespielt in meinem Leben. Deswegen sehe ich dich nach wie vor als Teil in meinem Leben. Sehr gut. Es war echt aufregend, ihn nach so langer Zeit wieder zu sehen. Es war eigentlich wieder so ein bisschen wie früher. Na, also man hat ein bisschen gelacht, man hat ein bisschen getankt. Ja, aber jetzt so eine richtige Basis werden sie in Zukunft nicht haben. Ganze Folge könnt ihr natürlich bei Discovery Plus ansehen. Ich finde es halt spannend, weil er halt 2-3 Mal so eine richtige Breitseite bekommen. Muss ich sagen, habe ich ihm so ein bisschen gegönnt, ja. Weil, also vor allem die Aussage, ja, also so 2-3 Tage war ich schon traurig. Und er, was? Wie 2-3 Tage? Ich dachte, 2-3 Jahre wärst du traurig gewesen. Er ist da schon ganz, ganz cool gewesen während dieses Dinners. Ja, ich freue mich auf mehr Reactions hier und ja, freue mich, wenn ihr natürlich fleißig kommentiert, teilt und liked. Bis dahin, euer Malkiel. Ciao.